Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enderkids. Wir haben heute das Kit Enterhaken und der Enterhaken kann sich zu Gegnern ziehen und schnell fortbewegen. Ja, das ist auch schon die komplette, die komplette Funktion von diesem Kit. Bin gespannt, wie das werden wird und ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Bis gleich. So, Leute, und da sind wir auch schon in der Runde. In 30 Sekunden geht's los. Und wie ihr seht, bin ich hier im Arjen Robben Niederlande Trikot. Denn, Niederlande hat gerade gegen Argentinien gespielt und leider Gottes im Elfmeterschießen verloren. Schade. Auf jeden Fall hätte mir jetzt nicht, gedacht, dass Holland verliert, ehrlich gesagt. Also das muss ich jetzt schon ehrlich gesagt sagen. Also ich dachte jetzt ganz ehrlich, dass die Entscheidung so sein wird, dass Niederlande das Ding hier rockt. Aber anscheinend war das Glück heute eher auf der Seite der Argentinier, was das Elfmeterschießen betrifft. Und hier könnt ihr auch schon die Funktion vom Kit sehen. Und zwar kann ich mich einfach hier so fortbewegen. Das ist ziemlich lustig. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Und, den Baum hier holen wir uns einfach mal. Scheiß auf die Kisten da vorne. Wir brauchen Holz, ja? Holz ist wichtig. Und außerdem bin ich für die Umwelt. So. Oh, eine Kiste. Oh, ein Pfeil und tolle Sachen. Ja, das gefällt mir sehr gut. Oh, wir haben einiges an Gold. Was sollte das denn bedeuten, dass wir die Goldboys sind, oder was? Zack. Sortieren sollte ich eigentlich später. Was mache ich denn da? So, und jetzt noch einen Helm. Yeah. Wir sind gut. Wir sind gut, Leute. 31 Blöcke. Gut, dann hole ich mir hier noch schnell einen Speedblock. Und dann geht's auch schon los. Okay. Und noch einmal. Er hat mich weggeworfen. Alter, er ist ein Golem. Das Kit kommt morgen dran. Alter, nein, und jetzt wurden wir gepottet. Klar, und ich bug fest. Okay, ich bug fest. Auch nicht schlecht. Oh, die Angel hat jetzt uns jetzt zum Glück gerettet hier. So. Also anscheinend fuckt das hier noch ein bisschen, so wie es aussieht. Kaktus! Jetzt töte ich dich, Kaktus. Den habe ich jetzt einmal getroffen. Und jetzt gehe ich ganz kurz weg und esse was. Kaktus, jetzt werde ich dich holen. Du hast mich vorhin so gedemütigt. Jetzt werde ich mich an dir rächen. Ja, jetzt habe ich ihn tot. Kaktus HD. So, zack. Einen besseren Helm und ein besseres Schwert und zack. Okay, gut. Den Kaktus HD, den haben wir uns jetzt noch geholt. Das war ein ziemlich spannendes Duell hier. Nein. Boah, was war das denn? Alter, wieso haben wir den jetzt noch bekommen? Okay, der war anscheinend schon wirklich sehr verletzt. Und hätte jetzt nicht damit gerechnet. Soll ich den hier jetzt angreifen? Der hat ein Diamantschwert. Ich weiß nicht. Okay, ich greife ihn an, Leute. Nein! Was tue ich denn da? Wow! Ich habe einen Diamantbrustpanzer. Ja, geil. Not bad. Läuft bei uns. Aber ich müsste den jetzt... Okay. Alter, was denn hier los? Was geht denn mit dieser Runde? Alter! Guckt euch an, wie viel ich habe. Alter, ich habe einfach 15 XP-Battles. Das ist nicht mehr normal. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, Leute. Weil das jetzt irgendwie alles so schnell ging. Ich konnte gar nicht mitgucken. Okay, Alter. Okay. Der ist jetzt von uns noch etwas entfernt. 160 Blöcke, oder? Gucken wir mal. 169, gut. Eine Werkbank haben wir. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal Diamantschuhe. Okay. So. Und dann machen wir uns noch ein paar Brote. Ja. Genug Essen haben wir jetzt gerade. Würde ich sagen, dann mache ich das so. Okay.
Okay, gut. So möchte ich das machen. Da unten ist noch ein Verzauberungstisch, da gehe ich jetzt schnell hin. Also das ist echt krass hier. Also das, muss ich sagen, ist echt krass. Schusssicher, schade. Schutz, okay. Das ist super. Da oben sind Kürbisse. Ich möchte mir einen Kürbis holen. Einen Kürbis für den Golem, bitte. Weil jetzt können wir ja Ding sparen. Okay, perfekt. Wir haben den Kürbis. Leute, wir können uns vielleicht einen Eisengolem machen. Oh Moment, hier liegt Schnee. Das baue ich doch mit einer Schaufel ab. Aber ich habe herausgefunden, dass es gar nicht geht in Ender Games. Kann man das gar nicht abbauen mit einer Schaufel. Vielleicht ja auch genau deswegen. Okay, perfekt. Jetzt sind wir genau hierher geportet worden. Und zwar möchte ich hier Stärke. Dann zack, zack. Einmal Schutz, bitte. Danke. Und hier auch nochmal. Nee, leider. Aber ich verzauber jetzt unsere Angel auf Haltbarkeit. Ich hoffe es zumindest. Was habe ich denn? Was habe ich bekommen? Es leckt. Es leckt. Oder? Leckt es? Nee. Kann ich denn keine Angel verzaubern? Geht das in Ender Games nicht? Anscheinend geht das in Ender Games nicht. Schade. Das hätte mich jetzt aber gefreut. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Aber es ist ja auch noch nichts entschieden, Leute. Ist noch nichts entschieden. Noch gar nichts. Und deswegen mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg und sammle ein bisschen. Und sammle ein bisschen Eisen für einen Eisengolem. Wir wollen ja keinen Schneegolem machen, oder Leute? Wollen wir einen Schneegolem oder einen Eisengolem machen? Ich bin ja ehrlich gesagt... Oh, der ist ein bisschen gut ausgerüstet hier. Ja, was denn los mit dir? Ja, was denn los? Ich gehe da weg. Nein, nein, ich gehe weg. Du kannst mir hier gar nichts, ja? Okay. 100 Blöcke. Er kommt auf jeden Fall näher. Okay. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah! Okay, da ist jetzt ein schlechter Spieler hingeportet worden. Okay, der war One-Hit. Nein, oder? Und zack! Alter, der hat uns jetzt gerade richtig gerettet. Ich weiß doch nicht mal, wo er ist. Ich glaube, er ist als irgendein Tier oder so getarnt, weil ich kann ihn gerade ehrlich gesagt nicht sehen. Nee, der ist da unter Wasser, oder? Ist er da unter Wasser? Nee, der ist in die... Er ist in diese Höhle hier gegangen. Na toll. Ah, scheiße, da ist Ende der Map. Ach so. Ich muss einfach nur hier hin. Hey, ich komme da vorbei, ja? Nein, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Okay, Rückzug, Leute, Rückzug. So. Erstmal hier eine Werkbank hinstellen, dann trifft er mich nämlich nicht. So, dann brauche ich hier noch ein paar Blöcke. So. Oh, jetzt geht er weg, weil er hat Angst. Zu Recht aber, zu Recht, Leute, zu Recht. Und jetzt muss ich sofort weg. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss hier weg. Und wahrscheinlich jetzt genau auch noch in seine Hände, oder was? Ne, 45 Blöcke entfernt, okay. Ich muss jetzt aber noch weg, weil ich glaube, das ist der, der so gut ausgerüstet ist. Und das wäre dann nicht so geil, für mich zumindest. Okay, okay, gut. Ganz kurz chillen. 96 Blöcke, erstmal was essen hier. Alter, wir sind jetzt echt aus kniffligen Situationen rausgekommen. Glaube ich gar nicht, also wow. Das war schon ziemlich krass. Einen Wassereimer bräuchte ich auf jeden Fall. Falls es wieder zu so einer Situation kommt hier. Zack. Gut. Also Wasser hätte ich. Watter, ja klar. Watter für die Welt. Komm her. Du wirst jetzt kommen. Okay, er hat einen Goldapfel gegessen. Das hat man jetzt gemerkt. Und er wird wegrennen. Alter. Alter, komm her. Komm her, bitte. Kann ich... Alter.
Nein. 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 Alter. Das ist doch nicht wahr, oder? Leute, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Was soll man da noch sagen? Ich scheide als Dritter aus. Hat das irgendwas zu bedeuten? Vielleicht wird Niederlande ja auch Dritter, wenn sie gegen Brasilien spielen. Mal gucken. Ich nehme das jetzt einfach mal als Orakel und hoffe einfach mal, dass Niederlande doch noch Dritter wird. Auf jeden Fall, Leute, cool, wenn man eine Falle bauen muss und das, wenn man nur noch zu dritt ist. Aber gut, wer es nötig hat, der kann es gerne machen. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das mag ich sehr, wenn ihr ein bisschen Mitgefühl mit mir habt. Außerdem schreibt mir bitte in die Kommentare, für wen seid ihr in der WM und für wen wart ihr? Ups, einfach mal den Popschutz weggeschlagen. Und ich würde sagen, das war's, haut rein und ach, ja genau, mein Fazit zu dem Kit ist, es ist ein sehr, sehr cooles Kit, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es dir sehr viele Kampfvorteile bringt, obwohl doch, es bringt dir schon einige Vorteile, weil du abhauen kannst, du kannst ihn verfolgen. Also für mich gibt es beide Daumen nach oben und ich werde das Kit auf jeden Fall öfter spielen und ich würde sagen, Leute, das war's, haut rein und ciao.